Ja, dieses Video hat lange auf sich warten lassen, weil wir mittlerweile, beziehungsweise ich, aus dem Schloss Waltersrode ausgezogen bin und ich wollte jetzt dieses Video endlich mal fertig schneiden, weil das Gewächshaus auch total klasse damals geworden ist und es einfach eine schöne Zeit im Schloss war. Und da geht es jetzt darum, bei diesem Gewächshaus, wollte ich nochmal vorab sagen, dass wir ein Gewächshaus gebaut haben, wo wir wirklich nur Holz verwendet haben. Wir hätten am liebsten anstatt der Folien, was nicht anders ging, Glas verwendet. Das konnten wir uns aber nicht leisten. Von da haben wir jetzt ein Gewächshaus gebaut, wo wir wirklich Holz als Fundament und Holz als Trägermaterial verwendet haben. Dadurch wird es natürlich nicht so ewig langlebig sein, aber es ist auf jeden Fall ein Gewächshaus, das ja sich jeder in seinen Garten bauen kann. Das vielleicht auch aufwendiger ist, als wenn man sich jetzt irgendwie ein fertiges holt, aber es macht auf jeden Fall mordsmäßig Spaß, hat richtig, richtig Gaudi gemacht, mit den Jungs zusammen das zu bauen. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Leider gibt es kein richtiges Ende, also das Gewächshaus ist am Ende auf jeden Fall fertig, so viel verrate ich schon mal. Aber was jetzt weiter passiert ist, seitdem es fertig ist, kann ich nicht sagen, weil ich nicht mehr im Schloss wohne. Vielleicht hat da ja noch jemand mal Lust, falls ihr das Video seht, irgendwie ein paar Fotos irgendwie unter das paar Fotos zu verlinken oder so, wie es drin aussieht. Ich habe noch die Zeit miterlebt im Schloss, wo wir auf jeden Fall die Gartensaison mit eröffnet haben mit dem Gewächshaus. Wir haben dann auch richtig schön Pflanzen drin gehabt, haben wirklich ganz viel Gemüse drin angezogen. Es hat alles super funktioniert, auch mit der Bewässerung. Genau, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Schaut es euch mal an, das Video. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Fotos aus dem Schloss, die dann gepostet werden können. Ich hoffe, dass das Gewächshaus noch steht. Ja, viel Spaß beim Schauen. So. Ja, heute wird hier ein Gewächshaus gebaut. Mal sehen, wie lange wir für das Ganze brauchen. Fangen jetzt erstmal an. Und zwar die Fläche hier zu ebnen. Ihr seht schon, jetzt machen wir hier quasi erstmal hier hinten alles glatt. Die Stämme werden dann quasi unser Fundament. Die werden wir ein bisschen eingraben. Kommen hier vier Reihen mit Stämmen. Und auf die bauen wir dann hier so ein Fachwerkgerüst. Ja, das gute Stück. Da gibt es dann ganz viele Fachwerkteile hier. Dort so, zack, 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 zack. Und das Ganze bespannen wir dann mit Folie. Am liebsten würden wir es mit Glas machen. Aber das haben wir leider nicht. Von daher müssen wir uns mit Gewächshausfolie erstmal begnügen. Machen tut das der Rainer. Der Rainer, der Basti und meine Wenigkeit. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal, wir sollten Rotwein holen und jetzt uns hier besaufen und Ossiwitze reißen laut. Entschuldigung. Gute Idee. Kein Hasen steif, ein Hasen schreien. Das ist für die verstorbenen Geister. Verstorbenen Hasengeister, die in großer Freude für den Gönner geopfert wurden. Ja. Jeden Sonntag wird da zur Heiligen Messe ein guten Morgen geopfert. Achso, ich dachte immer, der Hase wird geopfert. Nee, ist nicht. Um den Hasen. Der Hase wird da angebetet. Achso, aus Tierschutz quasi. Nein, der Hase wird dann schon fressen, aber erstmal wird er angebetet. Von meinem Heiland haben sie auch ins Kreuz genommen. Also der Dürerplatz in Nürnberg ist so, so Bronze, so fette, so 1,50 Meter, 2 Meter hohe Monsterhasenbronze. Monsterhasen? Kinderfrist oder sowas, glaube ich. Der Kinderfrist? Ja, irgendwie sowas. Das ist makaberes. Nee, einmal rüber. Oh, gut. Hat er seine Butter. Da haben wir jetzt bei 100, schau. Ja gut, das macht ja nichts. Wenn wir bei dem Hintergrund, wenn wir hier auch bei 100 sind. Bonushegel, oder was? Ja. Machen wir ihn auf 100. Machen wir ihn auf 100, okay. Alles klar. Gut. Dokumentierst du bitte nochmal, was ist mit der Katze? Ja. So, dann schauen wir mal, ob die Katze richtig im Wasser ist. Nee. Ja, sieht so aus, ja. Hat Spaß auf jeden Fall. Gut.
Yay. So, jetzt sieht so aus. Jetzt machen wir hier 4 Stämme. 2 da, 2 da. Werden auch gleichzeitig hier teilweise die Beete mit. Und da steht dann quasi diese ganze Fachwerkkonstruktion steht dann hier drauf. Ja. Genau. Nummer 3. 1, 2, 3. Noch einer. Ja. Na, irgendwie so Auge, so Karma-Auge oder Chakra-Auge. Ja, du musst schon mit. Wo der Stopp ist. Der Stopp ist. Also Stopp raus. Also Zug raus. Ja, warte. Guck dir mal drüben. Und der Katapult muss ich auch nicht sehen. Aber ist auch gut, ne? Ja, ja. Der junge Mikkel, der macht alles mit dem Harvester. Ich glaube, Baumfällung mehr. Habt ihr selber einen? Der ja. Ja, du machst es. Ja, Bescheid. Und so. Ja. Was? Schon die Rinde hinunter. Ach, weißt du hier. Ja, da ein bisschen weniger. Ja, für die Bitte. Zack. So, erstmal ins Licht. Ja, Leute. Wir mussten leider unterbrechen mit unserer Bauaktion. Und zwar genau hier deswegen. Die Straßenwacht hat einfach vorne Wau abgesprochen, allerdings wussten wir nicht, dass es heute passiert. Fetten Ast von der Kastanie platt gemacht, um die Stromleitung zu schützen. Haben wir kurz interveniert und alles klein gemacht und alles platt gemacht. Und oh, ist die Linse überhaupt sauber hier? Ja, ne, so, jetzt seht ihr mich richtig hier, nochmal den Haufen. Ja, und morgen geht es weiter mit dem Gewächshaus, aber heute haben wir uns erstmal hier Feuerholz gesaved, ja. Und dann geht's morgen weiter. Ja, guten Morgen. Heute geht's weiter mit dem Gewächshaus. Und wir mussten ja gestern Nachmittag hier einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Und zwar genau deswegen hier. Weil die Stadt hat uns ein paar Bäume abgeschlagen, um da die Stromleitung zu saven. Mussten wir erstmal diesen schönen Haufen hier zum Feuerplatz schaffen und haben auch 2 Steher Holz machen müssen. Aber jetzt gehen wir wieder frisch ans Werk und dann geht es hier weiter heute. Und der Plan ist heute erstmal hier diesen Kieshaufen an der Seite schaffen und den Hasenstall, der kommt dann später mal hier hin, aber der wird erstmal zwischengelagert hier an der Seite. Und dann geht es hier munter weiter mit dem ganzen Kram hier. Jetzt erstmal den Kieshaufen und dann den Hasenstall. Und dann werden wir hier die nächsten Stämme legen, also weiter das Fundament erweitern quasi für das Gewächshaus. Und dann kommen hier nochmal jeweils die Stämme hin. Ja, so. So sieht das Ganze aus. So, ein bisschen damit schön muckelig ist hier noch was angezogen, weil es ganz schön frisch hier draußen. Und jetzt geht's los hier mit dem Kieshaufen. Das ist so richtig schöne Scheißarbeit hier, die man auch irgendwie gar nicht braucht eigentlich. Was denn? Sei doch selber lustig. Weißt du, du kannst ja selbst erkennen, was hier schief läuft, ja? Wieso, was leuchtet denn schief? Was ist denn? Das funktioniert so nicht. Wieso soll das mit den Baumstämmen nicht funktionieren? Das ist ja total schräg. Was? Warum soll das mit den Baumstämmen nicht funktionieren? Was? Warum? Die sagte, sie sind nicht parallel zum Boden. Aber Schatz, die sind doch parallel zum Zaun da hinten. Nein. Doch. Nein. Aber hier nicht. Ein Meter, genau ein Meter zum Zaun. Hier kann das auch nicht. Das ist doch kein. Das ist kein rechter Winkel. Wieso macht das. Natürlich macht das Sinn. Weil das Beete werden dazwischen. Hier, da, hier. Hier, Beete. So, jetzt, genau. Jetzt weißt du,
worum es geht, das ist alles jetzt klar, ne? Hm. Ja? Hm. Funktioniert, oder? Glaube mir, das wird ein wunderschönes Gewächshaus. Hm. Hm. Ja, tut nur so. Gut. Dann kommen die anderen Baum. Hier kommen auch die anderen. Schatz! Ich hab sie nur angehört. Meine Kamera macht sie jetzt auch noch kaputt. Was soll denn das? So, so. Oh, feine, feine GoPro. Du machst das. Lass dich nicht unterkriegen, GoPro. Was ist denn jetzt? Was? Noch was? Warum macht man die Beete nicht breiter, wenn man hier was anbauen will? Weil das Fachwerk da drauf muss. Welche dicken Männchen sollen denn hier rumlaufen? Hier soll doch alles Blume und Gemüse und... Naja, ich baue ein Monstergewächshaus. Hier kommt noch ein Beet oder vielleicht... Abstand und habe aber nur zwei Mini-Beete. Ja. Ja, und hier vorne kann ja auch noch ein Beet hin. Ja, oder ja. Hier in der Mitte. Hier. Und dann hast du hier so Laufrillen. Ich würde sagen, das hier ist doch breit genug für eine Laufrille. Ne, wieso? Da gehört ich nicht. Da kommt ein Beet in die Mitte. Ein drittes. Ja, und dann sind hier die Laufrillen, dass sie hier so... Auf den Baumstämmen. Ne, nicht auf den Baumstämmen. Da kommen keine Baumstämme, dann haben wir hier Ziegel. Und dann machen wir hier so Laufrillen, die so breit sind hier. So, hier auch so. 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 Dass man hier laufen kann. Ich habe mal auf dein Beet geascht. Asche ist gesund. Asche ist Dünger. Kali, Salze und so, oder? Auch im Zigaretten drauf, Asche? Weiß ich nicht. Bestimmt. Wir können lustig das Video machen, wir sind keine lustigen Menschen. Yay! Was machst du noch? Kies. Okay. Hin und her. Wenn ich jetzt gerade mit der ersten Plane fertig bin, jetzt noch den und dann. Ja, okay. So, den hier. Kleinen süßen Kohl hier in dem Kieshaufen. Der wird natürlich gerettet und eingetopft. Wieder für dieses Jahr genutzt von irgendjemandem. So, da steht er. So, hier liegt jetzt unser Projekt Zaun. Zaun für den Vorgarten. Alte Latten und Speicher mussten raus, weil Wurmbefall, Holzwurm. Von da oben bis da oben. Alle raus. Der Rainer macht die jetzt nagelfrei. Ist es uns erlaubt, den Hasenstall zu versetzen? Ja, es ist uns erlaubt, diesen Hasenstall zu versetzen. Wo stellen wir den hin? Da hin vor die Kieshaufen. Das soll. Auf geht's! Wir mixen den immer. Ja, jeder einen Fuß. Ich hätte gerne noch mit zwei durch. Jeder einen Fuß und zwei an der Seite. Ja, okay, genau. Jeder Ohr soll drin. Diese Dinger lasst einfach weg, das funktioniert nicht, weil dann geht's hier hin. Also jeder einen Fuß, aber ich kann ihn hier oben auch nehmen. Ja oder so, ja. Machen wir jetzt fertig, go! Ja. Jetzt mit Dauern. Ja, das war schon. Jetzt liegt ein bisschen schaufel. Da kommt der Schaufel. So, heute Tag 3 Gewächshausbau. Tag 2 war ja quasi pausieren und aufräumen. Also pausieren, aber vor allen Dingen aufräumen. Und heute geht es hier weiter mit der zweiten Lage Stämme, die wir jetzt gerade vorbereiten, die das Fundament bilden. Ja, da muss ich jetzt erstmal mit dieser wunderschönen Ziehklinge hier Rinde vom Stamm abmachen. Weil dieser Stamm hier noch so viel Rinde hat, das mache ich jetzt mal.
ready. Das wären die Fachwerke hier. Die Dinger hier. Eins haben wir schon. Das wird jetzt dupliziert. Dann machen wir jetzt, wie viele? Fünf? Sechs? Sechs von. Sechs. So, Gewächshausbau. Tag Nummer 4. Ja, der Rainer und ich sind heute hier am Fachwerkbau, die Verstrebung, wo die Folien drüber gespannt werden. Jetzt haben wir schon 3 Stück fertig und jetzt kommt das 4. und dann zeigen wir euch jetzt bei dem 4. Mal, jetzt wo wir es auch schon können, genau wie das geht, wie wir es machen, dass es auch wirklich feste Verbindungen sind, weil selbst mit diesen Dachlattungen kriegt ihr eigentlich ein ziemlich stabiles Fachwerk hin, wenn ihr nur mit Folie arbeitet. Da müsst ihr nicht irgendwie diese Folientunnel nehmen oder so, wo ihr dann noch wieder Gestänge und so habt. Da kommt ihr mit ein paar günstigen Dachlatten ganz gut hin. Bisschen hier diese, was ihr braucht, sind diese Holzdübel, ja, diese Stangen, die schneidet ihr euch dann immer ab. Diese Holzdübel zum Verbinden, für die Verbindungsstellen hier. Leim braucht ihr, am besten hier diesen. Wo ist er denn? Ja, wo ist er, der Leim? Wo ist der Leim? Da! Ich halte mal zu, hier wollen wir keine Werbung machen. Wasserfester Leim, ganz wichtig. Ja, den nehmen wir. Da braucht ihr so ein kleines Tübchen. Oder halt, da gibt es in verschiedenen Größen, gibt es da Leim. Jetzt halt den genommen. Oh, ja, genau so. Langen Holzbohrer, einen 8er Holzbohrer für die Stangen. Ihr könnt auch 10er Holzdübel nehmen, aber ich würde einen 8er nehmen, haben wir jetzt halt, jetzt reicht eigentlich vollkommen aus. Und dann damit die Löcher vorbohren für die Holzdübel zum Einschlagen. Wir zeigen euch jetzt mal, wie wir den Rahmen da verbinden mit den Holzdübeln. Genau. Ja. Also. Jetzt auch für alle. Na, naja, gut, also lassen wir es so. Ist dann irgendwie so. Gut, also hier den Holzdübel, hier die Schraube zum Festziehen. So gehe ich jetzt hier erstmal schräg ran. Moment, also wir müssen hier rein. Naja, das hat noch nicht gereicht. Tief genug drin? Ja, du warst ja ganz drin. Ja, das sollte reichen. Ja, schon. Denke schon. Gut, Leimen. Leimen Garfunkel. haben wir. Achso, ich leg mal jemanden zurecht, oder? Ich leime. Leimen Garfunkel. So. Schrecklich, die Dinger zu sägen. So. Schlagen Sie den Dübel, mein Herr. Ja, ich wollte den Hammer da hinten lassen. Den müssen wir mal abfeilen, dass der vorne wieder einen glatten Kopf hat. Schrecklich. Da muss ich rein. Nee, das war's jetzt. Okay. Nochmal drauf. Festhalten. Ja, ja. Ja, ja. Ich zieh die Schraube ran. Ja, es passt nicht ganz, aber die Winkel sind einfach. Ganz genau. So, den. Ein kleines bisschen Mucks ist immer dabei.
So. Ja, geht schon. Reicht. Naja, es reicht schon. Hat angezogen, ne? Ja, das ist hier Murks. Oh, ja. Guck mal eben, ich glaube, ich habe es ein bisschen verschoben. Nee, fast, okay. So, jetzt müssen wir eben gucken. Ich muss hier erstmal leimen. Das heißt, ich werde hier wieder zwei zusägen. Also, die Länge. So. Richtig. Ja, genau, hauen ein bisschen aus. Oh, stopp. Hast du ihn? Ja, genau. Und haben wir bloß nicht auf die Finger. Was ja, ist dann. Klopfen. Ja, einmal frei. Ist da. So. Denk dran, die andere Leiter muss mit dran, ne? Mhm. Und jetzt mal durch die ersten zwei durch. Da kommt er. Kommt die ganze Schlanze raus. Ja. Mit. Ja, Mann. Ja, bist du? Ja, wieder recht. Ja, ist drin. Ja, hau noch ein bisschen drauf, dann können wir raus. Naja, fast schon. Von unten? Ja, ich halte, ich halte. Und? Ein bisschen noch. Nochmal. Ja, reicht, reicht. Den Rest machen wir mit dem Winkel. Das ist ein Torx. Aber was? Egal. So, oder? Ja, du brauchst noch einen, ne? Ja, passt. Ach, hier, das ist noch einer. So. Ja, okay. So, die Dübelung erfolgt gleich. Ah, die Butter. Mann! Ganz locker mit Gefühl. So. Oh, schon vierte Daumen. Da müssen wir hin. Mhm. Vor der Schraube den Winkelroh. Ich habe eh noch einen Kreuz. Weil wenn der Winkelroh ist, mach uns das Innovation. Hey, mach. Ja gut, die Schraube zieht es auch an, aber mach den Winkel. So, jetzt die Schraube. So sieht das aus, wenn man sich den Dübel in den Finger anstatt in den Balken rammt. So. Gleich weiter. Aber er ist drin, ne? Er ist drin! Jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen Leinwand. Ja.
Jo, zieht an, sehr gut. Also, heute hier Tag Nummer, keine Ahnung, Gewächshausbau mit Sonny. Und ja, heute kommt die Befolium. Also die Linse sauber machen hier. Heute kommt die ultimative Gewächshausfolie drüber. Und wir wollten nochmal, oder ich wollte euch nochmal den Stand der Dinge zeigen. Nämlich, wir haben zwischendurch viel gemacht, aber irgendwie nicht dazu gekommen, das Ganze zu dokumentieren. Das machen wir jetzt mal eben. Und zwar haben wir die Elemente jetzt alle verbunden. Haben die hier unten verschraubt, dass die auch nicht mehr weg können. Die sind jetzt hier bombenfest verankert. Den haben wir zur Stabilität Streben eingezogen. Hier. Und hier. Und hier. Das ist richtig schön versteift, also da bewegt sich gar nichts mehr. Dann haben wir einen Eingang noch gemacht mit Tür, ja, hier. Da kommt dann auch Folie drauf gezogen. Hier irgendwie überlegen wir uns irgendwas, was das dann schön zumacht. Und den haben wir auch noch aus Stabilitätsgründen gemacht. Also das Ganze hier, man sieht es ja, dass hier noch mit einer Strebe quer wirklich noch Stabilität hier auf den Giebel bringt, auch diese ganze Querkonstruktion hier. Das ist, dass der Wind noch schlechter dran kann. Genau. Rainer, noch irgendwas Wichtiges? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich wollte bloß sagen, dass wie erstaunlich das ist, durch wie wenige Balken, die man da quer reinmacht, eigentlich das ja, hier. Dann stabil ist. Wird. Das ist wenn die Kamera mal hinstellen, dass man das sieht. Ich meine, ich kann jetzt sehr viel ruckeln, ja, aber... Am Anfang hat ziemlich wackelig gestellt. Versuch mal zu ruckeln hier. Ja, ja, ist so gut. Keine Schwingung. Aber da bewegt sich fast gar nichts. Gar nichts. Ja, sehr so, gut. Dann, bombenfest. Dann kommt ein Wind, dann krachen alle Leimstellen. Ja, die Leimstellen krachen bestimmt, ja. Ja. Aber Murkstellen gibt es schon. So, genau. Und jetzt kommt die Folie. Da haben wir auch was vorbereitet. Das zeigen wir euch jetzt mal hier. Und zwar haben wir da uns eine Klemmkonstruktion überlegt, weil wir die Folie nicht verletzen wollen. Die soll quasi lochfrei drüber gezogen werden. Da haben wir einfach zwei Latten genommen und hier mit Schlossschrauben, wenn man Abstand von, ich glaube, ca. 30 cm, haben wir das Ganze hier geklemmt und das ist super, super fest. Einfach hier eine Schlossschraube mit Mutter und eine Unterlegscheibe, dass es sich richtig schön reinzieht. Und die Schlossschrauben haben hier oben immer noch so einen Vierkantkopf. Ich habe jetzt leider gerade keine da. Also so ein Viereck quasi unten, das sich reindrückt, das hier auch nicht wegdrehen kann. Und dann könnt ihr richtig mit Spannung hier mit einer Ratsche einfach voll anziehen, bis sich die Scheibe so ein bisschen reindrückt. Und das ist so fest, also da zieht sich hier gar nichts mehr raus. Das ist unsere Konstruktion jetzt quasi, um da zu verhindern, dass da irgendwelche Verletzungen in der Folie sind. So, und das schmeißen wir jetzt drüber. Und diese Konstruktion wird dann unten an den Balken verschraubt. Da können wir dann auch quasi noch nachjustieren, die Spannung der Folie. Es muss ja ein bisschen Spannung drauf sein. Es gibt ja auch nochmal wieder ein bisschen Halt. Ja, und das werden wir jetzt heute machen hier. Also Folie, Ruf. Genau. So, bevor das schon wieder verloren geht. Hier, jetzt haben wir hier die eingezwickte Folie. Ja. Und dann hier schön überall verschraubt. Hier. Mit schönen langen Schrauben. Dann haben wir hier so, ich glaube 80er sind es. Wir sind sogar 100er. 100er Schrauben haben wir hier versenkt, also 6 mm mal 100 und das ist hier bombenfest verspannt. Genau. Erst eine Spannung, ne? Steigen wir drauf. Ja, jetzt müssen wir noch spannen auf den Giebel. Oh, die Folie ist drauf. Ja, genau. Das ist jetzt die Unterkonstruktion für die Luxus-Suite, ne? So. Ja, Gewächshaus. So, und hier an der Seite, mit diesem wunderschönen Ding hier, da kommt dann hier die Folie zwischen. Wird hier auch gespannt und verschraubt hier unten. Das machen wir jetzt. So, jetzt haben wir es hier unten gezwickt. Ziehen wir nochmal richtig fest hier die Schrauben.
Jetzt drehen wir es gleich einmal rum, dass hier die Seite hier, wo die Schrauben so schön sind, glatt sind, quasi innen ist. Das ist die innen ist die Seite und die Folie spannen wir dann nach unten. Das ist das Ziel, das machen wir jetzt. Schmeißen wir auch hier auf die Folie schön Erde drauf, dass das... Und wenn die Folie mehr ausleiert und irgendwie schrotzt, So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also, hier. Da, hier. Haben wir das jetzt soweit fertig. Schön verspannt, ist richtig Druck drauf. Genau, angezogen. Hier. Schön angezogen mit den Schraubchen. Verklemmt. Genau, einwandfrei. Auf der anderen Seite auch schon. Und jetzt haben wir den größten Teil haben wir. Jetzt müssen wir nur noch die Seiten dicht machen für den Eingang. Aber hier ist drin, hier ist jetzt hier schon mal trocken. Ja. Genau. Soweit, so gut. Machen wir es erstmal um. Fest. Ja, mach. Weil da ist die Folie ein bisschen knapp. Ist zwar so auch knapp, aber. Ja, geht schon. Okay. Pause! Ja. Da spart! So, Prost! Ah, die Presse ist schon wieder scheiße. Prost. Also es ist bei uns... Du wolltest noch erzählen. Jetzt ist die Szene schon zerstört. Jetzt hau ab. Es ist bei uns in Thüringen, also in der DDR, ist es durchaus üblich, dass man zum Vormittag schon ein Weißbier trinkt, zur allgemeinen Erbauung. Also in Bayern würde man jetzt sagen, dass derjenige auf dem Weg zum Alkoholismus ist. Aber Moment, war es nicht andersrum? Wäre das nicht in Thüringen Grund zum Alkoholismus, in Bayern ganz normal? Ja, ich weiß nicht, ob. Also ich glaube in Bayern, wenn man irgendwie. In Thüringen, wenn man einen Schnaps am Vormittag trinkt, dann ist man alkoholgefährdet. Aber Bier ist irgendwie. Also Bier, Gewächshaus, Hopfen. Brauchen wir nicht an. Los, jetzt geht's weiter an die Arbeit. Ja, weil das Gewächs ausbauen. Bauen wir das Gewächs aus, das Feld. Okay, auf geht's. Jetzt machen wir erstmal unten eine Reiter, die lachen immer heute noch. Ja. Ich halte trotzdem die Folie eben so lange, dass es nicht der Wind wegzieht. Weil hier ist jetzt ganz schön Druck drauf. Ja, das ist, weil vorne offen ist. Ja, genau. Ja, das heute der Putzen! Gut aus. Ja, okay. Dann machen wir sie. Dann brauchen wir nochmal ein so ein Lappen. Oder habe ich die schon hergeschnitten? Nein, die habe ich schon hergeschnitten, die untere. Ja, das ist super. Dann können wir eigentlich gleich die untere Latten drauf machen, oder? Genau. Mhm. So, jetzt müssen wir die untere Folie mal so ziehen. Da drin ist wurscht, weil die schneiden wir dann edig. So Leute, das Gewächshaus ist so gut wie vollendet, ja, und im Sommer wird es ja heiß und dafür brauchen wir natürlich eine Wasserversorgung und die schaut so aus hier, ja, und damit
mir hier kein Abachten muss, das Wasser und, damit das Wasser natürlich schön einfach reinfließt und ich nichts großartig tun muss, baue ich jetzt hier mit diesen Paletten ein Türmchen auf 2 Meter Höhe, wo ich das Fass dann draufstelle, dass ich quasi eine Tonne Wasser oder 1000 Liter ständig zur Verfügung habe. Und da kommt dann ab und zu mal eine Tauchpumpe oben reingehalten, dass ich dann im Gewächshaus drinne nur noch Schlauch an und ganz normal gießen kann. Und ich zeige euch jetzt aber erstmal nochmal das Gewächshaus, ja, weil das Gewächshaus ist nämlich auch so gut wie fertig. Wie ihr seht, erstmal hier Folien alle gespannt, Erde hier schon wieder auf die Folie angehäufelt, damit nicht drauf ist. Hier alles schon dicht, das Fenster fehlt zwar noch, aber das ist schon drinne, schon vorbereitet, sehr schnell gemacht. Ja. Hier, ja gut, provisorische Öffnung noch hier, da kommt noch irgendeine Regelgeschichte hier hin, ja. Kommt da rein hier, schöner Eingang, hier kommen dann noch Regale, Arbeitsfläche kommt hier noch hin, wo man dann umtopfen kann. Und wie ihr seht, da ist schon ganz hier so feine, krümelige Erde haben wir hier schon. Diese, guckt euch das an, das ist der Hammer. Super geil. Oh, ist das geil. Ja. Und da steht auch schon das Fenster. Und jetzt, damit ihr mal hier so einen Gesamteindruck kriegt, hier mal das Ganze. Ja. Genau. Und wie ihr seht, Fenster haben wir jetzt so gemacht hier. Einfach Folie verklemmt hier zwischen den Latten auch wieder und das Fenster, das habe ich einfach, Moment, das Fenster, das habe ich so gemacht, dass man das hier zwischen machen kann und das soll dann so sein, dass da oben kommen zwei Scharniere rein und hier kommt ein Seil, hier quasi gespannt, dass man einfach ziehen kann und dann geht das Ganze so auf, was hier irgendwo einhängt. So ganz simple Geschichte. Da sind wir am Überlegen, wie wir das dann irgendwann noch mechanisch gesteuert kriegen. Dass wir das irgendwie tatsächlich irgendwie über. Ja, da gibt es so Gewächshauszylinder, die sind gefüllt mit ja, irgendwas Wärmeaktiven. Das geht dann von alleine auf, wenn es zu warm wird. Sowas. Oder tatsächlich hier irgendwie eine elektronische Steuerung mit einer kleinen Solarzelle oder so, die es betreibt mit einem kleinen Elektromotor. Und hier in die Mitte. Soll jetzt noch auch noch ein Beet hier außen, zwei Wege mit Backstein und Richtung Herbst soll hier dann noch ein Grundofen hin. Das dauert aber noch, das ist noch nicht so weit. Genau. Soweit erstmal. Ich muss natürlich, also schönen Gruß an Finn Kliemann. Ja, den Heimwerker King. Der ist, obwohl mit dem würde ich tatsächlich, Finn, lieber Finn, Gruß an dich. Ich würde auch gerne mal was mit dir zusammen machen. Bin zwar viel ernster als du, aber ja, macht ja nichts. So, ich glaube, ich baue genauso viel Scheiße dafür. Ja, ist gut. Okay. Ja. Ist ach, gut. So hast du es gemacht. So, oder? Ach so. Wir können auch so. Wie hättest du das? Sag mal. Ach so, ja, gute Idee, das machen wir. Ja, gefällt mir noch besser. So. Ja. Hier. So, jetzt sind wir bei der zweiten Etage. Selbes Prinzip. Es wird nur mit mir selbst. Ich fällt ins Internet. Ja, ja.
Für Leute, die auch schon Turm bauen wollten. Ja, für Leute, die auch so verrückt sind wie ich. Genau. Ja? Ja, also es ist ganz oft so. Loch reinschrauben und festbohren. Das war ja wohl mal gar nichts hier. Oh. Ja, Scheiße! Was denn? Eine Scheiße? Ich hab den Kliman gefunden. So eine Scheiße hier! Wen hast du gefunden? Den Kliman. Was ist der Kliman? Sven Kliman. Seine Videos bestehen vor allen Dingen aus Fluchen. Das ist seine große Qualität. Aber der hat es handwerklich trotzdem ziemlich drauf. Aber das ist, glaube ich, nicht die. Das, darum geht es gar nicht bei ihm. Und nun probieren wir mal den Tank aufzuheben. Der Wasserturm. So rum? Ja. Also immer 180 Grad. Ja. Daniel? Ja? Ist nicht ein bisschen windig? Nein. Eine Europalette hält 3 Tonnen. Warum nicht? Ja, auch so. Natürlich. Das hält. Du, wenn das zusammenkracht, was soll passieren? Wird jemand? Ach. Das wäre doof. So. Das wäre doof. Jemand stirbt? Dann stirbt halt jemand. Auch wieder richtig. Aufdünnung der Herde. Ja. Das Ganze noch ein bisschen stabiler wird. Fertig. So, jetzt habe ich hier so ein Lebensmittelhahn, hat mir hier als Gewindespender gedankt hier so und verschraubt, verdichtet. Das ist dann der Aufsatz an der, unten am Fass. Und da gibt es dann hier ganz normalen Gardena-Anschluss. Zack. Und jetzt mopse ich mir hier noch so ein. Mit einem alten Schlauch. Auf die andere Seite hier auch so ein Gardena. Dingsi. Brauchst du die Bohrer im Moment? Nee. Die leihen wir kurz aus und bringen. Nee, ich brauch nicht mehr. Kannst du haben. Ja, ich brauch's bei mir oben. So, perfekt. Zack. Jetzt kommt die legendäre Erstbefüllung oder letzte Füllung, je nachdem, wir werden es sehen. Ich schmeiß mal, ne, jetzt machen wir noch nicht. Der läuft ja nämlich schon, das wollen wir ja noch gar nicht. Ich muss ja erstmal oben den Schlauch rein. Sehr sinnvoller. Jetzt kommt dieses wunderschöne Topfpumpenaggregat in unseren Quellschacht hier. Manche würden auch sagen Wasserschacht. In der Hoffnung, dass das gute Ding funktioniert. Bis jetzt blubbert es nur. Gehen wir mal gucken. Eigentlich müsste jetzt hier gleich Wasser kommen. Aha.
Also da ist auf jeden Fall hier schon mal jetzt Druck drauf, das sehe ich so schon. Da ist jetzt auf jeden Fall hier was Druck drauf. Ja. Ah, ja! Lippt. Juhu! Lippt. Noch nicht mit viel Druck, aber es kommt auf jeden Fall Wasser. Oh, da kommt mehr Druck, wenn das Ding voll ist. Ja, wenn das voll ist, denke ich auch, ja. Also die 2 Meter das hochzumachen war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gigantischen Wasserdruck. Guckt euch das an hier. Ja? Schaut euch das an hier. Wir können gießen. Ah, ist das geil. So. Wir haben ein Bewässerungssystem. Ach, ist das geil. Ja. Großartig. Jetzt drehen wir den Hahn draußen wieder zu am Fass. Und dann haben wir hier. Ja, hier ist der Mono leer draußen. Was ist hier? Ja, das war's gewesen mit dem Gewächshaus. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgebaut haben, vor allen Dingen bei dem Rainer und beim Basti. Und zwischendurch war am Ende, habt ihr es gesehen, der Mensch mit den langen grauen Haaren, das war der Jens. Der hat nämlich eine Tour durch Deutschland gemacht, also der ist ohne Geld durch ganz Deutschland gereist und hat bisschen Eindrücke gesammelt, so, der hatte da eine spezielle Mission, das kann ich euch unten nochmal verlinken, das ist auch noch ganz spannend, was der Jens da gemacht hat, der hat uns halt auch bei diesem Wasserturm geholfen, genau, und am Ende haben wir halt noch Anzucht im Gewächshaus gemacht und für die Gartensaison halt Mais und Rucola und ach, da hatten wir so viel drin, ich glaube, da haben wir gar nicht alles rausgekriegt, so viel war das, auch Bohnen und naja, und ich hoffe, das Gewächshaus steht noch. Ich würde mich echt mega freuen, wenn da noch ein paar Fotos kommen würden, weil ich ja die im Moment nicht mehr machen kann. Ich wohne ja nicht mehr in dem Schloss. Genau, falls der Rainer dann irgendwie das machen kann oder wer noch da ist. Ansonsten vielen Dank fürs Schauen, fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen inspiriert, jetzt selber ein Gewächshaus zu bauen. Das ist jetzt quasi das erste kompostierbare Gewächshaus gewesen. Auch wenn die Folie vielleicht nicht ewig hält oder diese Konstruktion, es war auf jeden Fall die Sache wert. Und wir hatten halt damals auch die Idee, wenn es dann 5 bis 10 Jahre hält, sag ich mal, dann noch ein richtiges aus Glas zu bauen. Ja, da sind wir jetzt nicht mehr zugekommen, aber ich denke mal, das kann sich auch sehen lassen. In dem Sinne, macht's gut!